Es sind keine guten Nachrichten für die bereits blühenden Pflanzen. In der neuen Woche gibt es Frost und Schnee bis in tiefe Lagen. Ursache ist die kälteste mögliche Wetterlage für diese Jahreszeit. Am Rande eines Tiefs fließt eisige Luft direkt vom Pol zu uns. Und damit herzlich willkommen bei Wetter Online zu einem Ausblick auf eine wirklich ungemütliche Wetterwoche. Los geht es bereits am Montag, wenn eine Kaltfront von Norden nach Süden wandert. Bereits in der Nacht erreicht sie den Norden, gegen Mittag dann die Mitte des Landes und am Abend auch den Alpenrand. Dabei fällt auf der Vorderseite der Wetterfront zunächst noch Regen und erst auf der Rückseite kommt die richtig kalte Luft zu uns. Dann entwickeln sich kräftige Schauer oder sogar Graupelgewitter und dann können bis ins Flachland hinunter Flocken fallen. Ab etwa 400 bis 600 Meter Höhe wird es weiß. Die Höchstwerte von etwa 5 Grad am Montag dürften sich dadurch noch etwas kühler anfühlen. Nur im Süden bleibt es zunächst noch ein bisschen was wärmer. Nachts gibt es aber verbreitet Frost und somit auch Glätte. Bis mindestens Mittwoch bleibt es bei diesem nass-kaltem Wetter. Vor allem am Dienstag gibt es zahlreiche kräftige Schauer mit Flocken bis weit hinunter, aber dazwischen eben auch ein paar sonnige Abschnitte, eben typisches Aprilwetter. Am Mittwoch simulieren die Wettermodelle sogar ein kleines Schneetief, das von Nord nach Süd durchzieht und neben Wind und Wolken auch etwas flächendeckender Schnee bringen könnte. Vor allem nachts, früh morgens oder auch während kräftiger Schauer kann es bis hinunter ins Flachland weiß werden. Allerdings bleibt der Schnee nicht lange liegen. Anders sieht es allerdings in Höhen ab etwa 400 bis 600 Meter aus. Dort liegen, zumindest laut diesem Wettermodell, am Mittwochabend einige Zentimeter Schnee. Im Nordstau der Mittelgebirge wie hier im Erzgebirge sind es auch bis zu 10 Zentimeter. Und auch an den Alpen ist es bis in die Täler hinab weiß. Weiter oben können dort sogar mehr als 10 cm Schnee zusammenkommen. Ein solcher Kälterückfall im April ist übrigens völlig normal. Der April macht eben, was er will. Und noch etwas Positives zum Schluss. Der Temperaturtrend weist zumindest ab Donnerstag nach oben. Temperaturen wie vergangene Woche von 25 Grad sind allerdings nicht in Sicht. Ich bin Verena Leindecker von Wetter Online.